ein herzliches Grüß Gott hier aufs Oberhof im Inntal. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ich bin der Stefan Wanker. Die 52. Ortsreportage hier aus Oberhofen ist das. Und da gibt es ab 9. Juli hier einen Abschnittsbewerb. Wiederhole nochmals, die Feuerwehr Oberhofen hat ab 9. Juli einen Abschnittsbewerb. Mehr dazu später. Und da grüße wir in dieser Ortsreportage Peter, Andi, Christina und Olli. Wir grüßen in dieser Ortsreportage Peter, Andi, Christina und Olli. Schöne Grüße und herzlich willkommen. Zur 52. Ortsreportage hier aus Oberhofen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur 52. Ortsreportage aus Oberhofen im Inntal. Euer Moderator Stefan freut sich auf euer Willkommen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Des Weiteren hier zu sehen das Gemeindeamt von Oberhofen. Das Gemeindeamt von Oberhofen mit Touristenverband, Bücherei und Heimatmuseum. Und hier im Beitrag eingeblendet der Kindergarten von Oberhofen. Der Kindergarten von Oberhofen. Des Weiteren hier Bild zu sehen, Volksschule mit Mehrzwecksaal. Die Volksschule und der Mehrzwecksaal von Oberhofen. Und wenn ich gerade in Oberhofen bin, dann habe ich jetzt zwei Veranstaltungstipps. Die Musikkapelle Oberhofen hat hier ein Konzert, Freitag, 8. Juli und am Samstag, 9. Juli, der Abschiedsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen. Ihr seid alle dazu recht herzlich eingeladen zu kommen. Also Freitag, 8. Juli, Platzkonzert der Musikkapelle Oberhofen und Samstag, 9. Juli, Abschiedsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhofen. Kommt alle vorbei! Ganz vergessen zu sagen, Oberhofen war auch Drehort der Landkomödie oder Stadtkomödie. Das wurde da unten gedreht unter der Kirche, die Stadtkomödie, Landkomödie. Das Drehort zeigen wir euch auch gleich. Und hier sehen Sie die Pfarrkirche von Oberhofen bei der 52. Ortsreportage. Hier zu sehen. Und hier sehen Sie die Pfarrkirche von Oberhofen von innen in der 52. Ortsreportage hier aus Oberhofen. Man sieht, dass der Altar ist sehr schön gestaltet. Wir sind jetzt innen drin in der Pfarrkirche von Oberhofen. Und der Pfarrer der Kirche ist Christoph Heider. Und Sie sehen nochmal von hier aus in die Pfarrkirche von Oberhofen. Von dieser Seite jetzt. Das war der Drehort der Landstadtkomödie, also der Landkomödie hier. Hier wurde gedreht die Stadtkomödie, Landkomödie. Und hier sehen Sie den Fußballplatz in Oberhofen. Den Fußballplatz hier in Oberhofen, da finden ja die ganzen Fußballturniere statt. Der Fußballplatz in Oberhofen. Hier nochmal zu sehen die Sportanlage von Oberhofen. Die Sportanlage von Oberhofen. So, hier sehen Sie den Dorfbrunnen von Oberhofen. Den Dorfbrunnen aus Oberhofen. Und hier das Schützenheim der Oberhofener Schützen. Kompanie, das Schützenheim zu sehen. Und hier sehen Sie Bäckerei Schlöfer mit dem D-Hammer. Gutes Brot hier. Besser wieder Ruhe, Bäckerei Schlöfer hier. So, nochmals zur Veranstaltung Abschiedsbewerb der Feuerwehr Oberhofen am 9. Juli. Der Abschiedsbewerb der Feuerwehr Oberhofen am 9. Juli. Hier sehen Sie die Feuerwehreinsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen mit, sehe ich jetzt, drei Einsatzfahrzeugen. Die Feuerwehreinsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhofen im Inntal. Ich darf Sie nochmal erinnern an den Abschiedsbewerb, den die Feuerwehr Oberhofen hier feiert am Samstag, 9. Juli. Da gibt es den Abschiedsbewerb. Am Freitag hat die Musikkapelle Oberhofen ein
Platzkonzert und am Samstag, 9. Juli, der Abschiedsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen. Hier alles in Oberhofen am Wochenende. Und das Duo Manfred und Roman unterhält sich hier beim Abschiedsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen. Das Duo Manfred und Roman, die spielen hier auf am 9. Juli. Und ich darf mich jetzt von hier bei der Feuerwehrhalle verabschieden aus Oberhofen. Sie seien jetzt die 52. Ausgabe aus Oberhofen. Hier, Sie seien ein paar Eindrücke, ein paar Bilder aus Oberhofen. Und wiederhole nochmals, da am Wochenende gibt es den Abschiedsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen und alle sind dazu recht herzlich eingeladen zu kommen. Wie gesagt, das war's von hier aus Oberhofen. Das war die 52. Ostreportage aus Oberhofen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bitte bei YouTube schaut sie auf der Verwandten und geben Sie mir Likes. Würde mich freuen. Das war die 52. Ostreportage aus Oberhofen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Grüß Gott aus Oberhofen.